Ich bin Clara von Extinction Rebellion. Ich befinde mich hier im Lobbybüro des deutschen Braunkohlenindustrievereins, das wir heute besetzt haben. Dieser Lobbyverein ist verantwortlich für das Wohl des Bodens, das uns alle so fassungslos und wütend gemacht hat. Vor dem Gebäude der Kohlelobby haben sich Menschen angekettet. Die Schlüssel liegen in den Briefkästen von den Regierungsparteien mit einer Aufforderung, zu einem Gespräch über Transparenz und Interessenvertretung zu kommen. Wir sind hier, weil die Lobbyarbeit von Verbänden wie dem Braunkohlenverband aktuell zu einer unwiderruflichen Zerstörung unserer Lebensgrundlagen führt. Unsere Erde brennt und einige wenige verdienbare Milliarden. Wir haben ihre Lehren. Die Regierung hat die Verpflichtung, im Interesse der Bevölkerung und im Sinne der Wissenschaft zu handeln, anstatt den kurzfristigen Profiten von einzelnen Konzernen zu Diensten zu sein. Um das zu ermöglichen, fordert Extinction Rebellion die sofortige Einberufung einer BürgerInnenversammlung zur ökologischen und klimatischen Katastrophe. Denn in einer klimagerechten und auch in Zukunft noch lebenswerten Welt ist kein Platz für die Macht der Kohlelobby und für blinde Wachstumspolitik. Die Konzerne RWE und LEAG erhalten Abfindungen in Höhe von insgesamt 4,3 Milliarden Euro, finanziert aus öffentlichen Geldern. Bis heute ist die Berechnungsgrundlage für diese Abfindungen geheim. Wir fordern, dass die Kosten für den Kohleausstieg offengelegt werden. Vorher werden wir dieses Gebäude nicht freiwillig verlassen.